Videopost von Krausini. Das kleine YouTube-Märchen Teil 2. So hätte es ewig weitergehen können. Stellte das Viewervolk doch keine Fragen und labte sich an Glibber, Perlen, Schleim in Regenbogenfarben und sonstigem Seichtum aus den geschminkten Mündern ihrer Königinnen. Gut, zuweilen waren die Regentinnen zornig. »Nie wird über meine grenzenlose Schönheit berichtet«, erboste sich zum Beispiel Königin Dagibi. »Wohin ich auch schalte, weder Mr. Trashpack, Herr Newstime oder LeFloid sagen, dass ich tausendmal schöner bin als alle anderen.« Doch eines Tages, als Königin Bibi wieder einmal ihren Lustknaben und Hofnarren Julienko dazu zwang, sich eine Gurke in Regenbogenfarben in eine Körperöffnung zu schieben, um das Volk mit einem neuen Video zu belustigen, zogen am Horizont dunkle Wolken auf. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr morgen im dritten Teil des kleinen YouTube-Märchens.